Hallo und herzlich willkommen wieder mal hier auf Mazes Clash Channel. Wir schauen heute mal über den Tellerrand von unserem kleinen Clan bzw. unserer Clanfamilie etwas hinaus, denn ich habe heute einen anderen Clan besucht. Mein Clan ist momentan die Betty Ford Klinik. Ich bin über einen Freund da reingekommen, mit dem habe ich etwas gequatscht und bin ins Gespräch gekommen und habe gemeint, hey, ich könnte doch mal deinen Clan einfach mal so ein bisschen vorstellen. Und genau das werde ich heute machen. Betty Ford Klinik ist ein reiner CW-Clan, die machen sehr, sehr viele coole Kriege und genauso einen Krieg habe ich mir natürlich angeschaut. Sie hatten einen ziemlich guten in petto. Ihr seht es hier 42 zu 24 gegen BWR Recruits und wir schauen uns da mal die besten Angriffe daraus an, sowohl von den unteren Rathäusern als auch von den oberen Rathäusern und schauen einfach mal so, wie die anderen das so machen. Dann hat man auch mal so ein bisschen so einen Blick, was andere Clans und nicht nur, was wir so machen. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal ganz herzlich alle Mitglieder des Clans grüßen. Huhu. Und dann springen wir gleich mal rein in den allerersten Angriff von Messias von der Betty Ford Klinik gegen die Nummer 15, Rene Bene, von dem gegnerischen Clan. Erst einmal zieht er hier oben mit seinem König die Clanburg. Das hätte er vielleicht auch mit ein paar anderen Truppen lösen können. Aber ist schon ganz okay, so wie er es gemacht hat. Wir haben hier einen Rathaus 7er mit eigentlich einer ganz guten Base, würde ich sagen. Bis darauf, dass die Teslas und auch die Bomben draußen liegen. Und das, sehen wir, ist sehr verhängnisvoll für diese Base. Die Luftabwehren stehen eigentlich relativ gut. Aber Messias hat sich entschieden, hier mit reinen Schweinereitern ranzugehen. Auch wenn die erst Level 1 sind, macht er das doch taktisch sehr, sehr geschickt und setzt hier immer erst ein paar Schweine an die Stellen, wo denn Sprungfallen und kleinere Bomben und natürlich auch große Bomben sein könnten. Damit läuft er natürlich dann später nicht mehr Gefahr, dass seine ganze riesige Horde, die jetzt gerade gesetzt wird, nicht in die großen Bomben reinläuft. Drei Heilzauber hat er insgesamt dabei und auf Rathaus Level 7 Basis dürften drei Zauber eigentlich sehr, sehr leicht reichen, da man da ja nur wenige Verteidigungen hat und damit kann man mit diesen drei Zaubern wirklich alles von der Base sehr gut abdecken. Und ihr seht schon, wir haben hier eine riesige Menge an Schweinen und jetzt schon stehen nur noch relativ wenige Verteidigungen da. Wir haben immer noch richtig, richtig viele Schweine und die meisten Verteidigungen sind schon gefallen. Er hat schon alle drei Heilzauber schon benutzt. Der einzige, der noch im Weg steht, ist hier der gegnerische König. Aber auch auf Level 5 kann der nicht mehr wirklich viel Schaden machen. Da beschleunigen wir das Ganze mal und sehen schon, dass es ein schöner 3-Stern-Angriff werden wird. Ein kleines Hindernis haben wir hier noch. Die Schweine laufen gerade eben unten noch rein. Und da ein paar, zwei Schweine sind noch übrig geblieben von der Bombe, die da noch explodiert ist. Das war die zweite. Die andere war oben platziert und da auch noch eine Sprungfalle. Aber es ist doch am Ende glücklich ausgegangen für Messias. Und wir haben hier den untersten der Gegner locker gedreisternt. Und dann schauen wir natürlich wieder etwas weiter nach oben in Richtung Rathaus Level 8, würde ich sagen. Wir haben hier die Nummer 9 von Betty Ford Klinik. Und wir sehen hier eine sehr, sehr weit auseinandergezogene Rathaus 8er Base mit drei Level 6er Luftabwehren. Und Silke hat sich hier entschieden, auf die Luftabwehr ganz unten zwei Blitze und einen Erdbebenzauber zu schmeißen. Das ist super. Früher hat man noch drei Blitz gebraucht. Mittlerweile ist es so, dass man zwei Blitz und einen Erdbebenzauber verwenden kann und sich dadurch natürlich einen Zauber dann im Endeffekt spart, beziehungsweise einen Platz mehr hat. Und jetzt kommen von rechts oben natürlich, weil da die Luftabwehren am allernächsten stehen, die ganzen Drachen angeflogen. Ein König ganz rechts unten, damit er da so ein bisschen den Weg frei macht, damit die Drachen schön in die Mitte reinfliegen und nicht nach unten abdriften. Und die Loons sind hier natürlich da, um in die Mitte reinzufliegen und die Luftabwehr zu zerstören. Und hier seht ihr, wie sie auch schon von dem Geschwindigkeitszauber, von dem Eilzauber beschleunigt werden und die Luftabwehr zerstören. Die obere Luftabwehr ist auch gerade gefallen. Der Drache hier aus der gegnerischen Clanburg macht noch ein bisschen Ärger, aber der ist auch bald Geschichte. Und dann sehen wir schon, haben wir hier eigentlich keine Verteidigung mehr übrig, die noch wirklich viel, viel Schaden machen kann. Und der zweite Stern ist jetzt schon gefallen. Und da haben wir, obwohl es normalerweise eher schwierig ist gegen 6er Luftabwehren mit Drachen, haben wir hier einen relativ einfachen und sehr, sehr gut gelungenen Angriff mit Level 3er Drachen gegen einen Rathaus 8. Und dann beschleunigen wir das Ganze wieder und sehen, dass es nur noch Aufräumarbeiten ist.
Da muss man halt von Anfang an sich eine Taktik aussuchen, wie man das dann am besten machen kann. Und hier die untere Luftabwehr zu blitzen, war definitiv die richtige Entscheidung. Weitere 3 Sterne hier im zweiten Angriff, tippe ich mal, war das. Bei denen läuft es, glaube ich, ähnlich, dass sie zuerst den Gegenüber angreifen und anschließend in Absprache dann den zweiten Angriff machen. Jetzt haben wir meinen Freund JMS20 von Betty Ford Klinik. Er ist auf Platz Nummer 5 von dem Clan und hat einen Rathaus 9er als Gegner. Der ist noch nicht so weit ausgebaut, wie wir sehen. Er ist Level 6er Luftabwehren und auch die Clanburg wurde relativ leicht gezogen. Und mittlerweile, da man ja noch einen Zauber mehr mitnehmen kann in der Clanburg, ist es auch ein leichtes, die Clanburg zu besiegen mit 2 Giftzaubern. Einer behält er sich hier noch übrig. Den hätte er auch eigentlich noch ruhig schmeißen können. Und von oben kommen jetzt mit Hexen und einem Golem und König und Königin, die beide schon auf Level 15 sind, und ein paar Magiern. Der erste Trupp, der da in die Mitte reingeht und versucht, auf die gegnerische Königin zu gehen, da die noch im Weg steht. Ihr seht ja auch, hier sind Riesenbomben schon explodiert. Das verheißt natürlich nichts Gutes für den Verteidiger, denn JMS20 hat Hox dabei, sehr, sehr viele hier. Schon Level 5er ausmaximiert und da die Verteidigungen auch nicht so stark sind, ist das hier eigentlich auch wieder relativ die richtige Entscheidung gewesen. Von rechts ein Heilzauber, der hat auch die eine sehr, sehr offensichtliche Riesenbombe da überbrückt. Ihr seht auch, die Riesenbomben sind noch nicht ausmaximiert auf Rathaus Level 9. Auch die links liegende Riesenbombe wurde hier noch besiegt, also hier war es wirklich relativ offensichtlich, wo die Bomben liegen. Und es waren auch keine Doppelriesenbomben-Spots. Demnach richtige Entscheidung, hier mit Schweinereitern ranzugehen. Und jetzt stehen schon keine Verteidigungen mehr. Die Königin lebt noch und hat sogar noch ihre Fähigkeit. Sie kann noch gezündet werden. Und die Schweine laufen jetzt im Kreise rum und räumen hier noch die restlichen Gebäude weg. Da wirft JMS20 demonstrativ noch den Giftzauber, den er nicht gebraucht hat und auch nicht auf den Drachen geworfen hat. 3 Sterne gegen den Gegenüber im ersten Angriff, definitiv ein Vorteil hier. Und ihr seht schon, es sind nur 3 Angriffe, keine 3-Stern-Angriffe geworden. Und wir springen hier gleich mal in den Angriff gegen die gegnerische Nummer 2 von der Nummer 1, Fenira. Der hat schon ein Rathaus 10 und geht hier auf die Nummer 2, ein Rathaus 9er. Das ist natürlich immer schwierig, wenn die Nummer 2 ein Rathaus 9er ist und die gegnerische Nummer 1 ein Rathaus 10er. Weil wenn man da den Angriff dann verhaut, wenn die eigene Nummer 1 den Angriff verhaut, dann wird es schwierig, die gegnerische Nummer 1 noch zu besiegen. Und ich glaube, genau dieses Problem ist Fenira hier in diesem Clankrieg passiert. Und jetzt hier gegen die Nummer 2 hat er sich entschieden, das Ganze mit Gola Loon anzugehen. Von oben König und Königin und Erdbebenzauber, die da den Weg wirklich sehr, sehr breit gemacht haben. Sehr, sehr viel Platz ist da oben, wo dann wirklich die Truppen, die Magier, König, Königin mit reinlaufen konnten. Einen X-Bogen haben sie sogar noch down bekommen. Und von unten dann die ganzen Hunde, die schon auf Level 3 sind und wirklich alle sogar überleben, da die Luftabwehren da überhaupt gar keine Chance haben. Die Loons fliegen wirklich wunderschön. Jetzt, die letzte Verteidigung ist jetzt schon gefallen. Und wie man es erwartet, von einem Rathaus-10er gegen einen Maxed-Out-Rathaus-9er bis auf die Mauern. Ein schöner, schöner Angriff. Das Einzige, was manchmal wirklich gefährlich sein könnte, ist, dass man zu starke Lava-Hunde dabei hat. Wenn die nämlich nicht zerstört werden, dann kommen keine Hündchen raus. Und auf Rathaus-9 kann das echt gegen schwächere Luftabwehren teilweise schwierig werden. Deshalb nehme ich persönlich sogar, vielleicht sogar nur ein Level 2er Lava-Hund mit. Aber jetzt schauen wir noch auf den allerletzten und wirklich spektakulärsten Angriff von JMS20, der sogar auf ein Rathaus 11er ist. Der Gegner war Rathaus 11 und wir haben hier Rathaus 9 gegen Rathaus 11. Also das ist schon echt, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Ich habe, glaube ich, bis jetzt einmal einen Rathaus 11er angegriffen. Und der König cleant hier oben mit ein paar Magiern den Weg links rum, dass die Königin auch ja rechts rumläuft. Und sich allein diese Taktik gegen den Rathaus 11er zu trauen, ist schon, wow, da braucht es schon einiges an Mut dafür. Wir haben hier nämlich einen Queen Walk mit 4 Heilern und der Level 15er Königin, die für ihr Level eigentlich relativ gut hier wegräumt. Das hätte ich gar nicht so erwartet.
Sehr, sehr schlau. Die Königin wird rechts oben gesetzt. Sie kann nicht mehr nach links laufen, also gegen den Uhrzeigersinn. Ein Wutzauber beschleunigt hier nochmal und verstärkt Königin und die Heiler, damit die Königin auch ja am Leben bleibt. Und die Königin hat ja eine relativ weite Range und schafft es hier wirklich in die Mitte rein, auch die Luftabwehr noch wegzunehmen, die insgesamt 4 Plätze hinter der Mauer steht, also 3 Plätze, wenn man die eine Verteidigung dazwischen mit einrechnet. Und die Queen macht hier dann weiter ihren Weg nach unten, musste jetzt gezündet werden und schaut natürlich, dass sie da weiter nach unten kommt zur zweiten Luftabwehr, denn die ist das Ziel. Denn JMS-20 hat hier noch Drachen dabei und deren Ziel ist es dann nachher, direkt auf das Rathaus zu gehen, wenn denn die Luftabwehr nicht mehr da sind. Und das ist dann praktisch für den zweiten Stern geplant. Die Königin macht hier schön ihren Weg außenrum und kann so relativ einfach dann schon am Ende die 50% holen. Ein weiterer Wutzauber bedarf es hier nochmal, damit sie auch wirklich am Leben bleibt. Und sie macht jetzt sogar schon ihren Weg in Richtung von der Adlerartillerie. Wir haben hier keinen ausmaximierten Rathaus-Elber, aber definitiv ausmaximierten Rathaus-Level 10er, bis auf die Luftabwehren und die X-Bögen. Und mit einem Lakai testet hier JMS-20 nochmal, ob denn die Drachen auch wirklich in die Mitte fliegen. Und ein riesiger Pack von 6 Drachen und von Loons fliegt hier in die Mitte rein. Die Klamburg ärgert die da auch noch ein bisschen. Der Wutzauber beschleunigt und verstärkt alle und es ist wirklich ein Rennen gegen die Inferno-Türme, die da in der Mitte sind, und die Adlerartillerie, die schießt auch noch. Und da ist das Rathaus gefallen, der erste Stern, 43%. Er hätte vielleicht noch ein bisschen länger warten können, da die Adlerartillerie jetzt unten gerade eben auch noch von der Königin zerstört wird. Die hat nämlich auch noch ein bisschen Schaden gemacht, aber es ist ja glücklicherweise alles gut verlaufen. Und jetzt setzt er noch seinen letzten Drachen, der da unten noch übrig geblieben ist, und räumt damit auch noch ein paar Prozente auf und hat jetzt bei 48% 50% den zweiten Stern geholt gegen einen Rathaus-Elber, wirklich mit einer spektakulären Technik. Also Respekt, Hut ab hier. Das hätte ich, glaube ich, nicht vermocht. Von Platz Nummer 5, die gegnerische Platz Nummer 1, G2 Stern. Rathaus 9 gegen Rathaus 11. Wow, Respekt. 42 Sterne sagt auch wirklich alles aus. Nur 3 2-Stern-Angriffe, alle anderen G3 Stern. Super Statistik hier. Der heroischste Angriff natürlich von JMS-20. Definitiv 92% Zerstörung. Die Gegner hatten keinerlei Chance hier und haben anscheinend sich dann auch gar nicht mehr daran getraut. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Episode der Vorstellung gefallen von dem anderen Clan und wie die das so machen. Die haben echt gute Clankriege und wenn sie mal einen verloren haben, dann wirklich nur so mit 1-2 Sternen Abstand. Ich kann die Betty Ford Klinik wirklich nur empfehlen, wenn man sich denn wirklich da als Patient in die Obhut der Ärzte geben möchte. Dann kann ich euch sagen, ihr könnt das auf jeden Fall mal machen, wenn ihr Spaß mit Clankriegen habt. Zu guter Letzt möchte ich noch einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen an alle Mitglieder von Betty Ford Klinik, die mich wirklich sehr herzlich aufgenommen haben. Ich komme definitiv mal wieder vorbei und sag euch Hallo. Und allen anderen Zuschauern wünsche ich jetzt natürlich noch viel, viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.